Herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es auf jeden Fall Part 40 von den Zuschauer-Setups, Freunde. Und zwar haben wir heute wie immer mega, mega nice Setups am Start. Also dafür auf jeden Fall schon mal ein Like da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das Ganze wird mich mega, mega supporten. Und dann kommen auch in nächster Zeit weiterhin diese kranken Videos. Vertraut mir, Freunde, heute wird es wieder zu heftig. Ansonsten, falls du bei diesem Format mitmachen willst, dann check jetzt auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Dort ist auf jeden Fall ein Link zu meinem Discord. Dort einfach ein Bild von deinem Setup einschicken. In Querformat, es kann auch ein Video beispielsweise sein. Das Ganze ist kein Problem, wenn es ein Video ist, aber das Bild sollte oder muss im Querformat sein, dass das Ganze drankommt, damit wir halt einfach mit den Einblendungen keine Probleme haben und so haben wir wie immer sehr, sehr geile Folgen. Ansonsten würde ich jetzt aber auf jeden Fall sagen, haben wir genug drumherum geschnackt und ich würde sagen, fangen wir an mit dem eigentlichen Video. Let's go! Leute, wir haben jetzt halt hier das erste Setup am Start und beim ersten Setup fällt eigentlich so als krasser Eyecatcher erstmal der PC auf, Freunde. Und zwar, wenn wir uns den PC anschauen, sehen wir dort eine mega, mega krasse Wasserkühlung. Der ganze PC hat, wenn ich jetzt halt nicht falsch liege, 14 Lüfter. Digga, krank. Dieser PC hat 14 fucking Lüfter, hat eine Custom-Wasserkühlung. Ich bin mir nicht sicher, wie er die GPU eingebaut hat. Das kann man schlecht auf dem Bild erkennen. Aber irgendwie sieht mir das danach aus, als hätte er die GPU tatsächlich an die Wasserkühlung angeschlossen. Und wenn er das gemacht hat, ist auf jeden Fall, Props auf jeden Fall gehen raus an ihn. Der PC sieht schon mal aus wie eine 10 von 10 einfach. Also der PC ist unfassbar sexy. Also da kann mein Gaming-PC absolut nicht mithalten. Top auf jeden Fall schon mal dieser PC. Aber auch wenn man sich das allgemein meine Setup anschaut, merkt man, dass dieses Setup mal komplett anders ist, im Gegensatz einfach zu diesen Setups, die wir immer haben. Und zwar haben wir normalerweise 3 Monitore, 2 Monitore, 4 Monitore. Der Kollege hat aber nur einen Monitor. Dafür ist dieser halt einfach riesig, curved. Ich kann nicht die Zollanzahl sagen, da bin ich mir gerade noch unsicher. Aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser, großer Monitor. Also so das ganze Setup an sich sieht meiner Meinung nach halt einfach mal ein bisschen anders aus. Gefällt mir sehr, sehr gut, auch wie das mit dem Tisch gelöst wurde. Die LEDs hinter dem Tisch sind schön indirekt beleuchtend. Das Einzige, was ich vielleicht noch safe machen würde, wäre oben bei diesen Leisten, wo halt diese Figuren draufstehen, würde ich drunter nochmal so LEDs anbringen. Einfach mal eine LED-Leiste, auch eventuell mit Milchglas. Sähe, denke ich mal, sehr, sehr cool aus, würde das Ganze sehr krank beleuchten. Und man könnte das entweder unter diese Bretter machen oder halt oben auf das Brett, sozusagen, dass die Figuren halt angeleuchtet werden und auf das ganz obere Brett, dass die halt von der Wand oben angeleuchtet werden. Sprich, dass man das halt immer über diesen Figuren anbringt, die LED-Leisten. Würde, denke ich, auch nochmal sehr, sehr cool aussehen. Aber dann noch eine Sache, die ich auch noch eventuell ändern würde, wäre diese Schreibtischlampe, gefällt mir da jetzt halt bei dem Setup nicht so. Der PC hat einen sehr, sehr coolen Ort und dann würde ich eventuell noch irgendein LED-Produkt links auf den Schreibtisch stellen, wenn man jetzt auf das Setup drauf schaut, aber ist natürlich nur Geschmackssache. Ansonsten ist das Setup Baba-mäßig und da fällt mir jetzt echt nicht viel ein, was ich da jetzt halt noch grob ändern würde. Alles sehr, 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 sehr krank an dem Setup. Also da kann man echt nichts gegen sagen. Krass. Als zweites Setup habe ich mir jetzt halt was rausgesucht, was eher außergewöhnlich ist, dass ich das jetzt hier genommen habe. Aber ich finde, es sieht einfach so scheiße stilvoll aus. Ich denke mal, das wird eher die Älteren von den Zuschauern, also von euch jetzt halt ansprechen. Und zwar haben wir dieses Setup hier. Das Gaming-Setup, das kannst du in die Tonne treten. Also das schaut jetzt nicht ultimativ spektakulär aus. Aber ich denke mal, umso älter man ist, umso ansprechender findet man diesen Schreibtisch einfach. Nur weil der super entspannt aussieht. Die Lampen sehen sehr, sehr cool aus. Beleuchten das Zimmer auch sehr, sehr cool. Wenn wir jetzt wirklich mal nur auf Setup achten. Also jetzt halt mal das Bild uns von dem Setup anschauen, würde ich eventuell einen Monitor da wegtun, den durch 2 ersetzen und noch einen PC draufstellen. Und das Ganze muss ja nicht mal mehr der ultimative Gaming-PC mit RGB-mäßig sein, sondern das kann auch ein ganz normaler, zur geschlossener PC sein. Einfach nur aus dem Grund, wenn wir uns nämlich die anderen Bilder vom Zimmer anschauen, sieht das Ganze sieht halt einfach super, super clean aus. Oder wenn wir zu diesem Bild wechseln, wo wir halt einmal vom Stuhl aus jetzt die Ansicht auf diesen Spiegel haben, mit dem Fernseher unten halt diese, wie nennt man denn diese Bar unter dem Fernseher? Das hat irgendeinen Namen, das habe ich ja auch hier hinter mir stehen. Auf jeden Fall das mit den Lampen, es sieht alles so super, super, super clean aus, ist perfekt beleuchtet. Auch das Bild, wo man halt einfach nur mal auf diesen Fernseher drauf schaut mit der Beleuchtung her, dass es halt nicht in RGB-Farben bei ihm wahrscheinlich beleuchtet ist, sondern dass es halt einfach nur dieses normal gelb-weißliche Licht, finde ich einfach super, super clean. Also Props gehen auf jeden Fall raus, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal ein bisschen Inspiration dran holen an seinem Gaming-Setup. Was ich jetzt halt mit diesem Tisch machen würde, wäre einfach nur einen PC draufstellen, vielleicht den Monitor ersetzen durch einen moderneren und einen zweiten Monitor eventuell noch dazustellen, muss aber nicht, weil das ganze Zimmer natürlich eher so clean, schlicht gehalten ist. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Nices Setup von dem Kollegen hier.
Leute, ich gehe gerade durch diese ganzen Setups durch und ich habe jetzt hier ein Setup gefunden. Schon wieder, wo halt der PC einfach nur asozial heftig aussieht. Der Kollege hat hier irgendwie so 6 Lüfter einfach mal sich reingeklatscht oder mehr sogar. Irgendwie so LED-mäßige Kabel. Ja, keine Ahnung. Also, woher zieht ihr die ganze Zeit das Geld für diese kranken PCs? Also, der PC sieht einfach mal komplett anders aus im Vergleich zu den PCs, die wir normalerweise immer sehen, wieder mal. Also, super, super cool sieht der PC aus. Das Einzige, was ich halt hier safe noch ändern würde, wäre einfach so die Ordnung, die Taschentücher alles weg, die Flaschen alle weg, halt immer stellen. Schon, dass halt immer ordentlich bleibt, unter dem Schreibtisch aufräumen, unter dem Schreibtisch LEDs reinklatschen, dann vielleicht an die Wand, dann nochmal zu dem Attack on Titan Poster, nochmal links daneben, vielleicht dann, wenn du auf sowas stehst, nochmal ein ähnliches Poster einfach mal dranhängen und dann vielleicht noch ein paar mehr LEDs, beispielsweise da, wo dein Skateboard, müsste das sein, oder irgend sowas draufsteht, würde ich einfach mal drunter einmal nochmal einen LED-Strap ziehen auf diesem Regalteil da drauf und dann hast du ein perfektes Gaming-Setup. Also das ist keine Frage. Sieht sehr, 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 sehr cool aus. Ja, keine Ahnung. Also das wäre das jetzt so das Einzige, was ich hier ändern würde. Ansonsten sieht das Setup auf jeden Fall bombastisch nice aus. Leute, das nächste Setup ist ja schon wieder, also wirklich, was haben wir hier für kranke Setups in der Community? Holy shit. Freunde, wir gucken uns das Setup einmal an. Der Typ hat dreimal einen weißen Curved-Monitor, identisch, hat 2 so Softboxen an den beiden Enden von den Monitoren, einen saucoolen PC, eine heftige Schuhsammlung. Unter dem Tisch, ich kann es nicht erkennen, was es ist. Ich denke mal, das ist, keine Ahnung, irgendwas, wo ein Apple-Logo sich drauf geklatscht hat. Vielleicht ein Mini-Kühlschrank könnte das eventuell sein. Sieht mega, mega heftig aus, dieses Setup. Aber, Freunde, das war's ja noch nicht. Die Schaumstoffmatten mit der Wand kombiniert, sieht einfach aus wie eine 10. Digga, es ist halt einfach nur, wenn man sich das Ganze mal anschaut, wenn man auf dieses Setup draufschaut, und keine Ahnung, das muss ja einfach nur geil sein. Also es sieht einfach nur cool aus, dieses Gaming-Zimmer. Mir fällt nichts ein, was ich ändern würde. Es ist super, super clean. Doch, ich habe ein Bild gefunden, wo man das ändern kann. Und zwar, wenn wir auf diese seitliche Ansicht gucken und man sieht hier diese Kabel runterhängen, würde ich noch mit Kabelkanal verstecken, aber ansonsten ist dieses Setup einfach nur mega, mega, mega clean. Das ganze Zimmer sieht auch mega fresh aus und dann haben wir jetzt halt hier einmal noch so ein Bild, hat er von seinem Regal geschickt, wo ein paar Gamers-Only-Kartons draufstehen, also Kartonagen. Innen drin seine ganzen PC-Teile obendrauf auch. Sehr, sehr coole LED-Cubes, sage ich jetzt halt einfach mal, die da so draufstehen. Keine Cubes, sondern halt so Schalen einfach mal. Sieht mega geil aus, wie das beleuchtet wird. Hinten dran LEDs, passt perfekt. Vielleicht würde ich noch den Teppich ändern. Das wäre vielleicht eine Sache, die ich noch ändern würde, den Teppich. Der gefällt mir jetzt halt nicht allzu gut. Aber dann halt wiederum dieses Wandpanel da, wo der PS4-Controller sozusagen auseinandergebaut einmal drinnen ist, sieht mega cool aus. Also das fühle ich sehr, 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 sehr krass. Und das ganze Setup, also ich weiß nicht, was man dazu sagen soll oder was man da verbessern soll an dem Setup. Es ist halt einfach 10 von 10, dieses Gaming-Setup, bis auf die Kabel, aber der Rest holt es halt einfach nur krank raus und dadurch, das ist eins der besten Setups jetzt halt so von den letzten Parts, die ich auf jeden Fall am Start hatte, einfach nur, weil es halt irgendwie so einen geilen Touch hat, ich weiß nicht, das hat einfach eine coole Atmosphäre, das sieht einfach so clean zum Zocken aus, also da werde ich mir auf jeden Fall noch ordentlich Inspiration draus ziehen, dann für, wenn das ganze Zimmer von mir, by the way, umgebaut wird, da freue ich mich auch sehr, 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 sehr krass drauf, also abonniert mal den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt, weil da kommen in nächster Zeit auch sehr kranke Videos. Nee, aber all in all gesagt, das Setup sehr heftig. Als nächstes haben wir ein Setup von jemandem am Start, der schon sehr, 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 sehr lange hier aktiv auf diesem Kanal ist. Und bei dem habe ich jetzt auch die Transformation so ein bisschen mitverfolgt. Und wenn wir uns mal einfach das Bild vom Main Setup Part anschauen, bin ich immer noch der Meinung, dass es halt sehr clean aussieht. Also keine Frage, aber ich finde immer noch, da fehlt irgendwas. Ich würde an deiner Stelle wirklich irgendwie schauen, dass du auf einen zweiten Monitor sparen kannst, weil der würde da halt echt perfekt reinpassen. Auch nur einen zweiten holen, gar nicht so viel Schnickschnack. Du musst ja auch gar keinen geisteskranken Gaming-PC mit RGB-Songs was holen. Aber ich finde, ein zweiter Monitor würde da echt noch gut reinpassen und würde dir ein bisschen Platz einfach geben, nochmal so, wenn du halt an deinem PC irgendwas arbeitest, ob es jetzt halt für die Schule, Arbeit oder sonst für ist. Aber ansonsten sieht das Ganze sehr, sehr cool beleuchtet aus mit diesem PS4-Logo und drunter unter dem Schreibtisch halt einmal dieses ganze Rote. Dann hat er nochmal ein Bild da von seinem Setup geschickt in einer anderen Farbe, also jetzt halt in Violett. Sieht auch meiner Meinung nach sehr cool aus. Dann haben wir noch ein Bild am Start, wo man einmal jetzt halt seinen Fernseher sieht und die ganze Fläche. Man sieht, er ist ein Leverkusen-Fan. Also, das ist unschwer zu erkennen, wie man jetzt hat, beispielsweise, wenn wir nämlich einen Switch von dieser Fernseherecke zu seinem Bett machen, hat er Leverkusen-RGB-Schild da stehen, Leverkusen-Kissen hat er dort stehen
Und wenn wir uns einmal die Wand über seinem Bett anschauen, lässt sich unschwer hier noch das eine oder andere Leverkusen-Fanartikel dann auch nochmal sehen. Ein paar Poster hat er da, ein Schal und sowas. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool beleuchtet. Mir gefällt es auch, dass das Ganze so eingerahmt ist. Also da hat er sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Sieht sehr cool aus. Ist jetzt halt kein geisteskrankes, mega, mega, ultra RGB-Gaming-Setup. Das ist natürlich klar. Aber auch wie das mit der Decke gelöst ist, mit den LEDs und mit diesen 3D-Wall-Panels, sieht, denke ich mal, auch sehr, sehr cool aus. Also das gefällt mir auch gut, wie er an der Decke halt diese 3D-Wall-Panels angebracht hat. Ist eine nice Sache. Und zu guter Letzt hat er halt dann einfach nochmal ein Bild geschickt von dem Monitor und halt hinter dran hat er LEDs. Der Fernseher ist auch nochmal LED beleuchtet. Ja, also das ganze Setup ist so all in all mäßig auf jeden Fall clean. Ich würde einfach nur erstmal einen zweiten Monitor dazustellen. Du musst ja nicht das alles Geld der Welt jetzt da in dein Zimmer noch einstecken. Aber ein zweiter Monitor, denke ich, wäre noch irgendwie sehr, sehr fresh. Leute, das soll es jetzt aber auch schon mit diesem Video gewesen sein. Falls dir dieses Video gefallen hat und du mehr von solchen Videos sehen willst, dann schreib es mir gerne, gerne jetzt in die Kommentare rein. Lass ein Like da nochmal, würde mich mega, mega supporten. Und drop mal einen Kommentar, wenn du das ganze Video bis hierhin geschaut hast, würde mich mega, mega supporten. Da weiß ich auf jeden Fall, wer immer bis zum Ende am Start geblieben ist. Ansonsten habt jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Da kommt in der nächsten Zeit einiges sehr, sehr Nices auf euch zu. Also da könnt ihr sehr, sehr safe gespannt sein. Wie gesagt, Glocke aktiv. Falls ihr es nicht getan habt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao!